What's up, everybody? Herzlich willkommen zu einem weiteren Saints Row the Third Gameplay. Warum laufe ich auf einmal so langsam? Was ist los, Bitch? Egal. Ich habe jetzt in dem Spiel mittlerweile 51 Spielstunden und habe es in den letzten 1-2 Wochen übelst gesuchtet, weil irgendwie LOL ab und zu doch keinen Spaß gemacht hat. Kann ich gleich noch was erzählen. Egal. Ich habe jetzt mittlerweile sehr viele Verbesserungen hier. Fähigkeiten habe ich alle weithändig. MPs und Pistolen zum Beispiel. Ja, hier Gesundheit, alle Upgrades, Schaden, dass ich nicht rumfliege, ich krieg keinen Schaden durch Feuer, durch Kugeln, durch Sprengwaffen, durch Stürze und so weiter. Ja, Kampf, ich habe unendlich Munition für alle Waffen, es ist richtig schön. So macht das Laune. Ja, meine aktuellen Waffen sind hier dieser sexy Baseballschläger. Warte, probieren wir ihn aus. Matsch! Okay, dann diese geilen Pistolen hier. Diese, was ist das? Nee, Maschinenpistole auf jeden Fall. Boom, mit Flammenmunition. Die Waffen sind natürlich auch alle gelevelt, wenn man sieht hier oben, Level 4. Es sind so kleine Upgrades, erst Magazin größer, Präzision hoch hier mit diesen Rotpunktvisieren, die man links sieht. Und das letzte Upgrade, Brandmunition. Hier noch diese sexy Schrotflinte. Mit Brandmunition und 3 Leuten. Ja, dann diesen Maschinengewehr mit Granatwerfer. Ich krieg Sterne, wenn ich in meinem eigenen Haus bin. Unten links sieht man, dass ich Sterne bekomme. Und Unzerstörungsglas habe ich natürlich auch in meiner Residenz. Das ist alles meins. Und es sieht verpixelt aus. Ja, dann haben wir natürlich hier noch den Oktohodenwerfer. Ich bin mal wieder equipped, weil der cool ist. Und die Reaper-Drohne. Ich habe mittlerweile, kann ich auch mal ganz kurz zeigen, das ist gerade wieder explodiert. Hier ein paar andere Waffen. Ja komm, ich nehme mal den Cyberbass damit, der ist cool. Das hier ist ein Luftangriff, für der irgendwo einschlägt. Damit kann ich andere Autos kontrollieren. Das ist ein Scharfschützengewehr. Das ist ein Schallknall, der lässt Leute wegfliegen, beziehungsweise sie platzen einfach. Ich mach. Ich weiß gerade nicht, was ich mitnehmen soll. Ich kann ja einfach zu einem Waffenshop gehen, nochmal die restlichen Waffen zeigen. Vielleicht. Aber egal, hier habe ich auch ein paar Waffen. Ich benutze aber am liebsten den Oktohodenwerfer. Wie immer ein paar Waffen. Da habe ich aber, der hier ist glaube ich Stufe 3, oder? Jo. Die ist Stufe 4 und das hier auch. Die Stufe 4 fügt hier zum Beispiel Granatwerfer hinzu. Also, das interessiert mich schon, finden habe ich. Ja, das sind eigentlich fast alle Waffen im Spiel. Die Pistole rechts ist scheiße, die eben ganz kurz zu sehen war. Joa. Okay. Mein Outfit kann man ja auch nochmal kurz zeigen. Richtig sexy hier, total. Ja. Auf jeden Fall nicht die Moment, ich habe das falsch verurteilt. Jetzt muss ich aufpassen, was man hier sieht, ey. Wie das Video auf YouTube gesperrt wird, wenn man ohne sieht. Warte mal, es hieß, wie hieß das? Da, das hatte ich eigentlich immer, weil das am geilsten aussieht. So. Bitte das Video eben nicht pausieren, weil man hat Brüste gesehen, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher, es könnte sein. So. Dann gehe ich mal hoch aufs Dach und spring runter. Jetzt Daumen hoch, wenn ich mit Fallschirm runterspringen soll, und Daumen runter, wenn ich Daumen hoch, wenn ich ohne Fallschirm runterspringen soll. Daumen runter, Alter, will doch keiner. Nein, ich springe. Oh, ach übrigens, im Laufe der Spielzeit passiert dort hinten die Zombie-Apokalypse und dort sind jetzt Zombies. Genau gegen die Laterne Matsch gelandet. So, ich würde sagen, wir klauen uns ein Auto, oder? Hm. Ups, nein, das will ich gar nicht. Das hier ist der Cyberbuster, eine Waffe, die man irgendwo im Laufe des Spiels kriegt. Übrigens, wen es interessiert, ich habe tausende Screenshots von diesem Spiel hochgeladen auf meinen Dingens-Account, Steam. Also, wer auf meinem Kanal einfach mal unten rechts bei meinem Titel, bei meinem Banner guckt, der findet auch meinen Steam-Account und ja, dort kommt man dann, was will ich jetzt sagen? Ach genau, dort sieht man dann, dann kann man alle Screenshots angucken, wenn es einen interessiert. Oh, ich habe einen Stern, das ist nicht schön. Die Limousine, die kann man nicht fahren, ich brauche ein Auto. Das ist gut. Ganz vorsichtig eben.
ist jetzt mein Auto. Und irgendwie leckt es in DirectX 9. Ja, ich nutze es natürlich direkt wieder, um eine Testaufnahme zu machen. Noch mehr als in DirectX 11, warum auch immer. Ich weiß gerade echt nicht, woran das liegt, aber irgendwie leckt mein Spiel jetzt gerade mehr als sonst. Und beim letzten Mal war es DirectX 11, diesmal ist es 9, wie gesagt. Ja. Oh, komm, du Scheißrechner. Ich brauche eh endlich einen richtigen, vernünftigen Rechner, mit dem man auch zocken kann. Und aufnehmen. Ah, der kommt ja. Früher oder später, wenn es bald. Hoffentlich. Ui. Eigentlich wollte ich heute, weil ich einfach mal Bock drauf hatte, doch nochmal mit Tim Minecraft aufnehmen, bevor ich hin bin. Sagen. Das ging ja mal richtig schnell. So, die Zombie-Insel ist das da. Da fahren wir jetzt hin. Also eigentlich wollte ich ja vorhin mit Tim noch eine Runde League of Legends aufnehmen vielleicht oder so. Aber naja, wir haben... Nee, aufnehmen wollte ich nicht. Egal, Tim und ich wollten vorhin ein bisschen neu spielen. Und da haben wir gespielt. Zwei Rankeds. Tim war, warum? Was macht mein Auto? Tim war kurz vor der Promotion. Und ja, dann haben wir einfach mal Randoms bekommen. Und Randoms ist ja Standard, dass Randoms Randoms sind. Oder nicht? Boah, ich kann nicht Autofahren gleichzeitig erzählen. So, bleib stehen. Da muss ich nicht nachdenken. So, wir drehen uns jetzt um und gucken. Also, wir hätten vorhin, ich darf am besten nicht hingucken. Super. Ey, das Auto will ich haben. Junge, Junge. Dann halt so. Also, bleiben wir hier stehen. Kann die tanzen? Nee, kann sie nicht. Egal. Also, wir hatten Randoms im Team. Drei, um genau zu sein. Und die waren scheiße. Tim und ich haben Bot gespielt, Varus und Dingens. Wie heißt der Tim? Sona, glaube ich, habe ich mal wieder gespielt, oder Nami. Auf jeden Fall waren unsere Randoms scheiße. Und wir haben verloren. Zack war dann irgendwann noch AFK. Und die haben nur gefeedet. Die Ribbon hatte ewig lang 8-0. Matsch, weggeflogen. Und jetzt ist es. Viel Nasenbluten. Ja. Ist eigentlich auch egal. Und dann haben wir noch ein zweites Game gespielt und da hatten wir einen Gangplank, der top nicht gegen den Set spielen konnte und nur gefeedet hat und nicht gefarmt hat und total scheiße war. Tim war der Level 1. Haben wir auch wieder verloren. Tim wurde nicht promoted, ist jetzt bei 80 Punkten. Ich bin von 93 auf 59, glaube ich, Punkte gekommen. Stirb, du Wichser, du bist schuld. Piep, piep. Oh, was? Ah, Snack. Oder so. Das da hinten übrigens sieht sexy aus. Das Haus, das will ich haben. Ja, und deswegen haben wir jetzt keinen LoL aufgenommen. Dann war Tim irgendwie AFK und ich konnte auch mit ihm kein Minecraft aufnehmen, weil ich einfach mal wieder Bock auf Minecraft hatte, da die 1.6 ja irgendwie nicht rauskommt. Das heißt ja, die kommt Ende Juni raus, also ist sie hoffentlich bald da. Da schießt einer auf mich, das gefällt mir nicht. Ja, schön, ich will. Kann der da nicht entfernen. Ach ja, mit Q kann man Sprengsätze, die man angebracht hat, in die Luft jagen. Heißt zum Beispiel hier, der hat jetzt eine Qualle an seinem Auto. Jetzt gucken wir zu und jetzt drücken wir Kuh und kaputt ist er. Ich sagte kaputt ist er. So, wäre das auch endlich. Und ich will jetzt in das Gebiet der Zombie-Invasion. Nehmen wir mal den Baseballschläger, entlegen uns der Prozess. Übrigens spiele ich die Cut-Version, also habe ich zum Beispiel im Menü nicht den Horden-Modus. Der im Englischen Horde-Modus, was so viel heißt wie Huren-Modus heißt. Und deswegen wurde er im Deutschen ganz gestrichen. Eigentlich muss man dagegen wählen von allen möglichen überleben. Aber der wurde im Deutschen dann ganz gestrichen, der Cut-Version, und es ist zu kurz. Ui, und ein Drift. Gegen den Baum. So. Schon wieder. Komm. Scheiß auf den Spiegel. Übrigens können die Spiegel durch die Wände. Das ist stattlich. Boah, das Fahrzeug. Das arme Motorrad. Ja, ich bin übrigens Level 50, das höchste Level, das es im Spiel gibt, weil man dann alle möglichen Sachen freikaufen kann und so. Ja, und jetzt machen wir einen epischen Jump über die Brücke. Oh, der ist weit, der ist weit, der ist weit. Batsch! Naja, doch nicht, 60 Meter. Das geht ja noch. Und da drüben ist eine Straßensperre mit Spezialisten. Oh yeah. Real Life in die Schule rennen oder Menschen umbringen wollen. Ey, das ist Zombie.
Da ist die Zombie-Invasion. Man hat nämlich gegen Stack-Fuzzis gekämpft. Stack, das sind die Super und Duper und Duper und Duper und Dupers, die gegen die ganzen Banden in der Stadt vorgehen sollten. Und die waren mit Laserkanonen natürlich ausgestattet und so. Und ja, dann hat man ihn natürlich besiegt und erstmal nur zum Teil ein fettes Flugzeug zerstört und dann sind die hier abgestürzt und haben irgendwelche Chemietanks getroffen, weswegen alle Menschen zu Zombies wurden. Ich habe ab und zu das Gefühl, dass ich laber und dann irgendwie auf einmal anfange, was ganz anderes zu labern, deswegen dann alles total zusammenhanglos. Aber egal, ich kann's. Ich bin Chabo. Und boom. Na, hat noch gereicht. Kopfschuss bei einer Granate? Ja, passt. Achso, wir machen es natürlich hier wie like a Zombie-Movie und töten die Zombies mit uns auf. Oh, da ist ein Polizist. Ach, du bist so scheiße, ein Polizist hier, ich helfe. Rops, auf den Boden. Zwischen den Beinen von Zombies. Irgendwo tanzen. Oh, nö, komm, Quicktime-Event, yay, Matsch. Das schwingt deine Keule. Und ich habe immer noch diese sexy Haifischmütz auf. Ich glaube, ich probiere dann gleich nochmal testweise die MXX11 aufzunehmen. Ob es dann weniger liegt. Ach, dreh dich doch dahin. Hat sie doch gemacht. Moose! Was? Ich krieg Sterne, wenn ich Zombies töte. Willst du mich verarschen? Das ist meine Stadt, hört auf mich zu nerven. Ich sammle natürlich ein bisschen Geld ein. Zombie. Und rolle und nach hinten drin. Oh ja. Ich habe die Waffe hier natürlich. Die Tessa Levi auch voll geskillt. Und jetzt hat sie, wenn sie nicht leckt, explosive Munition. Was dafür sorgt, dass die Gegner boom, wegfliegen. Hör auf, zu schlagen. Was willst du? Und ich muss dich mal nachladen. Ich bin und die Waffe schießt äußerst präzise. Ich habe noch nicht mal rechts gedrückt. Jetzt zu ihm rechts gehen und machen einen Headshot. Sag dich doch. Kill mit einem Treffer, Elf, los, wo seid ihr? Ich brauche einen Kill. Schnell. Verdammt. Ich glaube, ich werde mir dann... Ach, da ist es auch. Das Stack-Flugzeug. S-T-A-G. Ich weiß gerade schon wieder nicht mehr, was es heißt. Wenn das in allen Zombie-Filmen so einfach wäre, von den Zombies wegzurennen und zu überleben, dann wären die Filme langweilig. Schick mal Resident Evil vor, wo die Bitch einfach die Frau einfach durchrennt und jeden Zombie one-shottet und sich langweilt eigentlich.